Hallo, herzlich willkommen zu unserem Videochannel der Europäischen Endometriose Liga. Mein Name ist Harald Krentel, ich bin Generalsekretär der Europäischen Endometriose Liga und in der heutigen Ausgabe sprechen wir über das Thema Schmerzen beim Geschlechtsverkehr im Rahmen einer Endometrioseerkrankung. Können diese Schmerzen gelindert werden? Was kann man dagegen tun? Es gibt einige Patientinnen, die im Rahmen einer Endometrioseerkrankung dieses Symptom haben. Wir nennen das Dyspareunie und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn der Geschlechtsverkehr in der Beziehung aus Schmerzgründen nicht möglich ist. Manchmal ist es auch so, dass die Partner vielleicht nicht so viel Verständnis dafür haben, ja auch nicht so sichtbar ist, dass irgendeine Erkrankung vorliegt und dann kann das durchaus ein Problem werden. Wenn Schmerzen beim Geschlechtsverkehr bestehen, dann kann das in den meisten Fällen gut gelindert werden. Voraussetzung ist allerdings natürlich eine fachärztliche Untersuchung in der Praxis Ihres Vertrauens oder in einem Endometriosezentrum nach entsprechender Zuweisung durch die Praxen. Bei dieser Untersuchung geht es um mehrere Aspekte, nämlich erstmal um die Frage, besteht überhaupt eine Endometriose oder ist die Endometriose vielleicht schon bekannt? Und dann um die Frage, gibt es bestimmte Ausprägungen der Endometriose, die relativ häufig im Zusammenhang mit dieser Form der Symptomatik auftreten können. Es gibt Endometrioseherde, die im sogenannten Septum rectovaginale sitzen. Das ist eine Bindegewebsschicht, die zwischen dem Scheidenende, dem Enddarm und der Bauchhöhle zu finden ist und quasi hinter dem Gebärmutterhals liegt. Also, wenn man vaginal untersucht, am obersten Pol der Scheide und gar nicht so ohne weiteres zu erreichen. Wenn aber das Symptom Schmerzen beim Geschlechtsverkehr besteht, dann muss genau dieser Bereich abgetastet werden. Im Ultraschall kann man diese Befunde nur sehen, wenn man sehr geübt ist, manchmal auch, wenn sie klein sind, gar nicht erkennen und auch bei der Bauchspiegelung kann man solche Herde manchmal durchaus übersehen. Und der entscheidende Punkt der Diagnostik ist die Tastuntersuchung, das heißt in der Sprechstunde oder der Narkoseuntersuchung im Rahmen einer Operation muss sichergestellt sein, dass hier keine sogenannte tief infiltrierende Endometriose dieses Bereiches vorliegt, die möglicherweise Ursache dieser Symptomatik ist. Wenn so ein Herd dort gewachsen ist, dann kann der operativ entfernt werden und dann kann damit dieses Symptom deutlich gelindert werden. Eine andere Möglichkeit ist, dass es keine tief infiltrierende, also in das Gewebe hineinwachsende Endometriose ist, sondern eine oberflächliche Endometriose, die aber genau im Bereich des Bauchfelles gewachsen ist, am Scheidenende. Auch dann kann so ein Symptom auftreten und auch hier kann operativ die Situation verbessert werden. Eine weitere Möglichkeit ist, dass eine sogenannte Adenomyose vorliegt, also eine Endometriose der Gebärmutter selbst. Und hier kann auch im Sinne der Schmerzbehandlung therapiert werden, entweder durch eine Operation mit Entfernung der Endometriose aus der Gebärmutter oder sogar der Entfernung des Organs oder aber auch zum Beispiel mit der Einlage einer bestimmten hormonhaltigen Spirale in die Gebärmutter. Sie sehen, es gibt da einige Möglichkeiten. Die Voraussetzung, um den richtigen Weg zu finden, ist allerdings die sehr versierte Untersuchung durch Untersucher, die wissen, wo das Problem zu finden sein kann. Da wenden Sie sich bitte an die Praxis oder an die Endometriosezentren. In diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal.